Meine Kartoffeln hier im Hintergrund, die sind seit dem 28. März, also jetzt genau 150 Tage in der Erde. Ist es eine Top-Ernte oder ist es eine Flop-Ernte? Welche Sorten waren besonders gut? Das seht ihr heute in diesem Video. Viel Spaß dabei und los geht's! Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Ich habe gerade mal so durch mein Instagram gescrollt und so geschaut, was ich wann gepostet habe. Und ich habe gesehen, dass ich mit den Kartoffeln schon vor über 150 Tagen angefangen bin. Und man sagt ja immer so, Kartoffeln brauchen normalerweise 100 bis 120 Tage. Diese sind also schon 30 Tage, rund einen Monat länger drin, als sie normalerweise müssen. Das wird jetzt für uns höchste Zeit, hier endlich mal reinzuschauen. Und die Kartoffeln, die sind auch schon seit 2, 3, 4 Wochen ungefähr welk. Das heißt, das ganze Kraut ist abgestorben. Die Pflanzen wachsen nicht mehr, die werden nicht mehr größer. Ich habe sie jetzt noch ein bisschen lagern lassen, weil in der Erde sind sie natürlich super geschützt. Aber jetzt möchte ich sie natürlich auch rausholen, um die dann auch essen und ja, verbreiten zu können. Hier, ich zeige es euch mal einmal in die Kamera. Das ist der Instagram-Post vom 28. März. Kartoffeln legen, 14 Reihen, je 16 Stück. Das ist das, was wir hier hinter uns haben. Sorten Nemo, Rosara, Bamberger Hörnchen, Nicola und Sieglinde. Hier, ich zeige euch den Instagram-Post mal in die Kamera. Man sieht es wahrscheinlich nicht so gut, deswegen blende ich es euch hier einfach nochmal ein. So sah das Ganze am 28. März aus. Da sind wir angefangen. Wir haben mit Klepura Kleepellets und Florapel Schafwollpellets gedüngt. Ob man da einen kleinen Vergleich sieht, ich weiß es nicht. Ich bin ganz gespannt und wir holen jetzt einfach mal diese schönen Kartoffeln hier aus der Erde. Ich möchte euch jetzt auf jeden Fall echt nicht antun, wie ich jede einzelne Kartoffel, die ich hier eingepflanzt habe, auch wieder raushole. Deswegen werdet ihr von jeder Sorte ja nur einen kleinen Ausschnitt sehen, wie so die Ernte im Durchschnitt ist. Ich werde immer 1, 2 Pflanzen pro Sorte ernten und dann schauen wir uns einfach mal die Ernte an. Gebe ein kleines Fazit dazu. Jetzt ist nur das Problem, wenn ich noch wüsste, wo in diesen 16 Reihen hier welche Kartoffelsorten lägen. Also Leute, beschriftet euch immer eure Kartoffeln, denn jetzt geht für mich die Suche erstmal los. Wo sind welche Kartoffeln? Ja, schauen wir mal. Ich habe gesehen, hier vorne, da sind rote Kartoffeln drin. Das wird dann, denke ich mal, die Sorte Rosara gewesen sein. Ich zeige sie euch mal hier einmal vor der Kamera. Was habe ich das ganze Jahr überhaupt an diesen Kartoffeln gemacht? Ich muss ehrlich sein, wir machen bei Kartoffeln nicht viel. Wir legen die in die Erde, geben eine kräftige Grunddüngung mit Kleepellets oder Schafwolle. Schafwolle ist natürlich ein super Langzeitdünger. Und dann häufeln wir auch direkt an, denn so haben wir direkt den Vorteil, dass die Kartoffeln, wenn wir die Ende März legen, noch ein bisschen in den Dämmen geschützter liegen, damit die frischen Keime, die dann nach und nach kommen, nicht direkt im April bei einem kleinen Frost noch kaputt gehen. So können wir schon sehr früh Kartoffeln ernten. Wir sind jetzt schon einen Monat zu spät. Wir hätten schon Mitte Juli ernten können. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie die Ernte in diesem Jahr ausgefallen ist. Ja, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Einige Rosara hole ich hier schon aus der Erde. Mit dem Erntewerkzeug, da benutzen wir einfach immer eine Gartenforke. Es gibt aber ja auch spezielle Kartoffelforken. Bei der haben wir nämlich immer das Problem, dass wir die Kartoffeln vorne aufpieksen. Es gibt aber Kartoffelforken. Ich glaube, die haben vorne so runde kleine Kugeln drauf, damit man die Kartoffeln nicht aufsticht. Wenn ich welche finde, verlinke ich euch die mal unten in der Videobeschreibung bei den Empfehlungen. Sorte Rosara, ich denke, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Einige kleine sind dabei, aber das hat man ja immer mal. Aber es sind auch echt schöne Kartoffeln. Wir schneiden gleich am Ende vom Video nochmal welche auf. Dann sehen wir auch nochmal, wie die Kartoffeln von innen aussehen. Von außen, Schale, kann man nichts zu sagen. Dies Jahr keine Flecken auf der Schale. Letztes Jahr war es ja extrem wegen der Trockenheit. Dies Jahr sieht die Schale auch ganz gut aus. Ich habe hier gerade schon einmal in die Erde gelauert und gesehen, dass wir einige Kartoffeln hier oben aufliegen haben. Die sammle ich mal direkt ab. Ob das jetzt die Sieglinde, die Belana oder die Nicola ist, ich kann es euch leider nicht mehr genau sagen. Aber die Kartoffelernte auch hier, die sieht natürlich sehr, sehr gut aus.
Ist es euch bei Kartoffeln eigentlich wichtig, dass die Kartoffeln groß sind? Sollten das schon große Kartoffeln sein? Oder könnt ihr auch mit diesen kleinen Kartoffeln was anfangen? Ich persönlich finde die kleinen auch sehr schön. Kann man immer eine Gemüsepfanne mit reinmachen, wenn die nicht so groß sind. Dann schmecken die sehr gut als kleine Pellkartoffeln mit in einer Gemüsepfanne. Die großen, die verwende ich dann eher für Kartoffelwedges oder zum Beispiel auch für Suppen, wenn ich die etwas kleiner schnibbeln möchte. Denn dann brauche ich natürlich nicht so viele Schellen. Tatsächlich finde ich das sehr spannend, wie wir das hier gerade sehen, dass die meisten Kartoffeln oben am Damm auflegen. Das heißt, die Kartoffeln sind nach oben gewachsen durch den Damm und haben oben die meisten Kartoffeln gebildet. Je weiter wir nach unten kommen, desto weniger Kartoffeln finden wir. Wenn wir hier das Ganze nochmal machen, direkt hier oben seht ihr, kommen uns die Kartoffeln direkt ja, 1 bis 2 Zentimeter unter der Erdschicht entgegen. Und je tiefer man kommt, es kommen noch einige Kartoffeln, die werden tatsächlich auch größer, aber es fängt schon direkt oben unter der Erdkante an. Mittlerweile ist das Erntewerkzeug auch egal. Die kleinen, die ich hier gerade raushole oder die paar für dieses Video, die kann ich auch mit der Hand machen. Aber wenn es an die große Fläche geht, dann brauchen wir auf jeden Fall die Forke oder eine Kartoffelforke. Wir haben hier die Bamberger Hörnchen, auch eine sehr tolle Sorte, ziemlich lang gezogen. So sehen die aus. Bei mir ist die Ernte bisher sehr klein. Ich werde mal weiter schauen, ob sich dort noch größere Exemplare verbergen. Schade, schade bei den Bamberger Hörnchen, da sieht es nicht ganz so gut aus. Es scheint so, als hätten wir da auf jeden Fall dieses Jahr nicht so eine gute Sorte bzw. gute Bedingungen für die Sorte gehabt. Ja, die sind leider sehr klein geblieben. Ja, schauen wir mal hier ins Hochbeet. Kleiner Schwenk nebenbei, das sind die Möhren Pariser Markt oder Mark. Ziemlich spannend, sehen aus wie Radieschen von der Form her. Mega dick hier geworden, ich hatte die gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich die bei mir im Garten habe. Aber es sind einige Exemplare dabei und die werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Da kann man auch was Schönes draus machen. Zurück zum eigentlichen Thema. Hier habe ich die nächste Kartoffelsorte. Ich zeige sie euch sofort in die Kamera. Da sieht die Ernte auch schon deutlich besser aus. Na, wer kennt diese Sorte? Schön rot, weiß, gelb. Alle Farben mit drin. Ich werde in wenigen Minuten auflösen, aber wir machen erst noch mal weiter. Dafür, dass wir gerade die Mini Bamberger Hörnchen rausgeholt haben und ich gedacht habe, ich muss einen YouTube-Titel schreiben, die kleinste Kartoffelernte der Welt. Ja, jetzt sieht es doch ganz gut aus und wir sind mittlerweile schon bei einer doch ganz guten Kartoffelernte. Das hier, ich löse jetzt übrigens auf, ist die Sorte Nemo. Mega spannend. Ich finde es echt cool mit diesen roten und gelben Flecken. Also eigentlich ist sie rot, aber die gelben Flecken auf der Schale machen es quasi zu der Sorte Nemo. Kartoffeln, echt eine mega spannende Kultur, aber ich würde sogar fast sagen, in diesem Jahr war es vom Anbau und Ernte das aufwendigste. 16 Reihen Kartoffeln, das ist schon echt eine Menge, die alle zu legen und direkt anzuhäufeln, beziehungsweise jetzt die ganzen Reihen rauszuholen. Da ist man auf jeden Fall 2 Tage dabei und ich würde sagen, so eine anstrengende Ernte haben wir sonst nicht. Aber es lohnt sich bei den Kartoffeln auf jeden Fall immer wieder. Wie ist eure Kartoffelernte 2021? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Bei mir, ich würde bis jetzt sagen, auf jeden Fall 6 oder 7 von 10 Punkten. Wie ist es bei euch? Schreibt mir auch gerne mal eine Punktzahl rein von 0 bis 10. Wie gut ist eure Kartoffelernte dieses Jahr? 10 ist sehr gut, 1 ist sehr schlecht. Bei mir ist es eine 6 oder eine 7. Also auf jeden Fall überdurchschnittlich und ich bin eigentlich recht gut zufrieden mit den Kartoffeln in diesem Jahr. Die schöne Erntekiste, die wir hier bisher schon zusammengesammelt haben, uns anschauen. Und ich finde, die Top-Sorte in diesem Jahr ist auf jeden Fall die Nemo. Das ist meine Lieblingssorte in diesem Jahr geworden. Ich habe sie tatsächlich noch nicht gegessen.
Bamberger Hörnchen, sehr klein, aber vielleicht schmecken die auch sehr gut. Und dann hier die Kartoffelsorte des Jahres. Ich weiß es nicht mehr, ich habe es gelesen beim Bestellen. Ich glaube 2017 oder 2018, die Nicola. Und ansonsten hatten wir ja auch noch die Belana und die Sieglinde. Bin gespannt, was ich jetzt noch so rausholen werde. Ich nehme euch noch mal ein ganz bisschen mit und dann schauen wir mal, wie viel Kartoffeln wir ungefähr rausholen werden. An dieser Stelle denke ich mir immer, wie gut, dass ich den Garten nicht alleine mache, wie gut, dass ich Niklas noch dabei habe, denn so einen Garten komplett alleine bewirtschaften, das ist, glaube ich, schon anstrengend. Das meine ich, total aufgespießt mit der Forke. Ich sollte mir auch mal eine Kartoffelforke bestellen, falls ich eine finde. Wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinkt Kartoffelforken. Ja, sollte man auf jeden Fall eine haben, wenn man sich für den Kartoffelanbau interessiert und einiges zu ernten hat. Denn ansonsten, ich hatte das auch schon öfter, kann dort mal einiges an Kartoffelernte, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, aufgespießt werden. Ich bin auch, glaube ich, der einzige Hobbygärtner, der mit weißen Schuhen, einer schicken Uhr und Schmuck in den Garten geht zu Gärtnern. Viele Gummistiefel und alte Gartenklamotten. Ja, ich sollte mir vielleicht auch mal überlegen, meinen Kleidungsstil im Garten zu ändern. Erntekörbe, auch immer ein mega spannendes Thema. Ich habe euch zu der Gartenforke für Kartoffeln, also die Kartoffelforke, auch nochmal Erntekörbe in der Videobeschreibung verlinkt. Denn das ist auch immer noch eine Frage, wo man die herbekommt. Ich habe die jetzt kostenlos bekommen. Eine Nachbarin von mir, die arbeitet im Krankenhaus und dort bekommen die immer Waren drin angeliefert. Die braucht die nicht und hat mir die dann irgendwann als Gemüse-Erntekiste zur Verfügung gestellt. Es gibt aber auch viele nachhaltige Varianten, die ihr im Internet kaufen könnt. Also schaut mal bei meinen Empfehlungen vorbei. Dort habe ich euch so aufgelinkt, was es noch so für Möglichkeiten gibt für schöne Erntekörbe. Uiuiui, das sieht ja gut aus. Und es ist echt Zufall, ihr seht ja selber, ich gehe hier einfach an irgendwelche random Stellen hier in dem Garten und hole mir hier die Kartoffeln raus. Und hier liegen die Kartoffeln wirklich sehr gut. Ja, mit den beiden Erntekisten hier voll Kartoffeln habe ich bestimmt die nächste Woche das Abendessen gesichert. Und Kartoffeln könnt ihr am besten in der Erde lagern, dort halten die am längsten. Deswegen machen wir das auch so, dass wir jetzt aktuell, wo wir den Garten noch haben, immer nach Bedarf rausholen. In einigen Wochen, da werden wir natürlich dann alle rausholen, wenn wir diesen Garten verlassen. Und ja, so soll es auf jeden Fall das Ganze hier mit der Kartoffelernte gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Spaß gemacht und ihr habt meine schöne Ernte hier gesehen. Wie ist eure Ernte? Schickt mir gerne mal Bilder auf Instagram oder Facebook dazu. Da hinterlasst mir einfach einen Kommentar unterm Video. Wie ist eure Kartoffelernte? 1 ist sehr schlecht, 10 ist sehr gut. Bei mir ist es eine 6 oder eine 7. Bin gespannt, wie eure Kartoffelernten in diesem Jahr sind und teilt das Video gerne mit euren Gartenfreunden, wenn es euch gefallen hat. Hier könnt ihr jetzt noch ein weiteres Video von mir sehen. Ich verlinke euch hier mal das Video, wo wir die Kartoffeln ausgesetzt haben. Da haben wir die Aussaaten im März und April zusammengefasst in dem Video. Hier könnt ihr mich jetzt noch kostenlos abonnieren, würde mich sehr freuen. Ihr verpasst kein weiteres Video mehr und unterstützt mich mit dem Abo natürlich auch. Und so kann mein Kanal in Zukunft auch weiter wachsen. Ich freue mich, euch im nächsten Video zu sehen. Bis demnächst und ciao.